Willkommen zu einer Stunde, die ich Pilates für die Wirbelsäule getauft habe. Eigentlich ist es ein weißer Schimmel, denn jede Pilates-Stunde ist gut für deine Wirbelsäule. Andererseits ist es aber auch so, dass ich damit bewusst einen Fokus setzen möchte. Und die gleiche Übung fühlt sich anders an, je nachdem, ob ich meine Aufmerksamkeit in die Wirbelsäule richte, auf die Atmung richte, auf die Hüfte richte, auf die Schultern. Und heute ist eben das Thema Wirbelsäule. Und um uns die noch mal ein bisschen besser zu vergegenwärtigen, fangen wir mit einem kleinen bisschen Anatomie an. Nur ganz kurz versprochen. Ein Vorteil von diesem Zuhause-Training ist, dass ich euch heute mal meinen Oscar vorstellen kann. Und der Oscar hat, wie wir auch, eine Wirbelsäule, die ich euch zeigen möchte. Die beginnt hier unten, ich fange mal unten an, mit dem Steißbein, dieses ganz kleine Teilchen hier unten. Das sind übrigens eure Sitzbeinhöcker, die ihr spüren könnt. Und hier vorne sind auch die Beckenschaufeln, von denen ich öfter rede. Oberhalb vom Steißbein sitzt das Kreuzbein, diese dreieckige Platte. Jetzt sieht man das mal schön, die wir schon ausgeklopft haben in Rückenlage. Ja, und Kreuz und Steißbein zusammen, sieht man jetzt wieder von der Seite, bilden eine Kyphose, das heißt eine Wölbung, die so ihren Buckel nach hinten gehend hat. Oben drüber kommt dann die Lendenwirbelsäule hier. Und das ist der Bereich der Lordose, die mir immer ganz besonders wichtig ist, von der ich einerseits immer möchte, dass wir sie lang ziehen, aber andererseits soll diese Krümmung erhalten bleiben. Dann haben wir im nächsten Bereich hier die Brustwirbelsäule. Und die Brustwirbelsäule bildet wieder eine Kyphose, das heißt eine Wölbung nach hinten raus. Der Oscar hat nicht so viel von der Kyphose. Und viele von uns haben durch die Alltagshaltung von übergebeugt eine zu große Kyphose. Was die Folge hat, kann man sich gut vorstellen, dass der Brustkorb hier ein bisschen einsinkt, dass wir nicht so viel Atembereich haben. Unsere Schlüsselbeine, die kommen so ein bisschen mehr zusammen, dieser ganze Bereich fällt ein und auch die Arme sind mehr in der Innenrotation. Deswegen auch immer die Betonung der Außenrotation, weil es einfach öffnet. Dann kommen wir in den Halswirbelsäulenbereich, das sieht man am Oscar nicht so gut, da haben wir wieder eine Lordose, also eine Wölbung nach vorne. Und hier haben wir eher das Problem, dass wir manchmal zu viel nach vorne wölben, ohne uns Länge zu geben, nämlich wenn wir den Kopf sozusagen zu hoch tragen. Beim Oscar passiert es nicht, der hat eine Stange in der Mitte, aber bei uns passiert durch diese Flexibilität eben das, dass die Wirbelsäule sich dann nach hinten eben beugt und hier die Dornfortsätze zu nah aneinander kommen und das Problem in der Halswirbelsäule bereiten kann. Deswegen immer dieser schöne Blick zum Horizont, damit einerseits die Lordose erhalten ist und andererseits Länge vorhanden ist. Zu Beginn fängst du einfach einmal an, dich zu federn, hoch und tief. Deine Füße stehen hüftschmal geöffnet in einem kleinen V. Hüftschmal bedeutet hier, da sind eigentlich die Hüftgelenke, schmaler als du denkst. Und du federst dich immer wieder auf deine Fersen und wieder hoch. Wir aktivieren gerade so ein bisschen die Pufferfunktion unserer Wirbelsäule. Die federt das alles ab. Wir springen nicht, deswegen ist es eigentlich ganz sanft, aber es reicht, um die Muskulatur zu lockern. Die Arme hängen ganz entspannt, die dürfen mitwackeln. Die Knie, die sind so ganz minimal gebeugt. Und versucht es mal als leichte Bewegung zu machen und dich jedes Mal auch wieder lang zu machen, wenn du hochkommst. So ein klein bisschen alles fallen lassen, Verspannungen lösen, die vielleicht da sind. Und dann komm zur Ruhe und lauf einfach mal ein paar Schritte. Das ist angenehm für die Waden jetzt. Nimm die Arme mit in deinem eigenen Rhythmus und dann bleibe genau so stehen. Komme hier an, roll noch einmal die Schultern zurück und schiebe dich mit deinen Füßen vom Boden weg. Spüre einmal, indem du dich vor- und rückpendelst, wo ist der Punkt, wo mein Körper in seine Dreipunktbelastung kommt. Belaste bitte nicht nur deine Fersen, schiebe dein Becken nicht nach vorne, nein, lass es hinten, sondern belaste auch deine Zehenballen, sodass du hier in einer leichten Neigung nach vorne stehst, minimal. Dann legst du einmal deine Finger, rechte Hand, linke Hand, was dir lieber ist, mal nach hinten an dein Steißbein und spüre einmal, wo befindet sich dein Steißbein. Da kannst du jetzt mal so richtig massieren, dass du es gut fühlst, diesen kleinen Knubbel am unteren Ende, den wir eben beim Oscar gesehen haben. Wir testen einmal,
dass das Steißbein auch beweglich ist. Das heißt, du schiebst die Finger hinein, du spürst genau, wo das Steißbein ist. Gib jetzt ein bisschen in diesem Druck nach und beuge einmal die Knie. Bleib aufrecht hier und komm tief und komm wieder hoch. Und dann spür einmal, was unter deinen Fingern passiert. Da ist Bewegung, richtig? Das Steißbein bewegt sich ein wenig, ne? Das Steißbein und das Kreuzbein, habe ich euch erzählt, da sind elastische Bänder mit dem Rest vom Becken verbunden. Und es kann eine kleine Bewegung ausführen. Und diese Bewegung ist auch immens wichtig. Manchmal, wenn wir hier zu verzurrt sind, bewegt sich nichts mehr. Finde das. Und dann bleibe hier in der Länge. Löse noch einmal die Hand. Und dann stelle dir bitte noch einmal genau das vor, was du eben gesehen hast. Du kannst auch gerne die Augen schließen. Dieses Steißbein, was sich so ein bisschen nach innen rollt, in Verbindung mit dem Kreuzbein, mit dieser großen Platte. Und darüber die Lendenwirbelsäule, diese Lordose, die du eben gesehen hast. Senk dich in diese Wölbung in deinem Rücken hinein. Versuch sie zu erspüren. Und dann denkst du dir diesen Bogen einfach nur länger und größer. Du möchtest ihn auseinanderziehen, den Bogen, und du möchtest den Bogen, die Kurve noch größer werden lassen. Maximal. Denk es dir. Diese Gedanken lassen deine tiefen Rückenmuskeln anspringen, die sich ganz nah an zwischen diesen Wirbeln befinden und die Wirbelsäule stützen und jetzt für viel mehr Stabilität und Größe sorgen. Denk dir diesen Bogen noch größer. Dann richte deine Aufmerksamkeit weiter nach oben in den Bereich der Brustwirbelsäule. Und hier beginnen wir mal etwas mobil zu werden. Du weißt ja, zu viel Kyphose ist nicht gut. Also schiebe einmal dein Brustbein nach vorne und zieh es wieder zurück. Schieb es vor, zieh es zurück. Ein wenig Aktivität in den Brustkorb hinein. Transportiere ihn vor und zurück. Versuche mit dem Brustkorb zu arbeiten und die Schultern ruhig zu lassen. Ausatmen vor, einatmen zurück. Es wäre sehr hilfreich, wenn du dir jetzt auch schon deine Zentrierung denkst. Während du diese Bewegung machst, mit der Ausatmung ziehst du wieder die Bauchdecke. Ein wenig mehr nach innen in den Bauchraum hinein, flächig zwischen dem Bereich Bauchnabel, Schambein. Und mit der Einatmung gibst du wieder nach. Bauchdecke nach innen, einatmen, nachgeben. Und dann bleibe hier in einer geöffneten Position. Die Schlüsselbeine fließen breit auseinander. Die Schultern haben Platz und die Schultern sind entspannt. Denke dich in die Halswirbelsäule. Denke dich in die Lordose deiner Halswirbelsäule. Erinnere dich auch hier an diesen Bogen. Und lass auch diesen Bogen größer werden. Größer, größer, größer. Vielleicht hilft dir die Vorstellung, dass dein Scheitel, aber bitte der hintere Punkt deines Scheitels, mehr nach oben zur Decke zieht. Aber gleichzeitig bleibe in diesem Gedanken deines Bogens drin. Und mit diesem Gedanken des Bogens drehst du jetzt mal den Kopf nach rechts, kommst zur Mitte zurück und drehst ihn nach links, Mitte. Nochmal nach rechts, zur Mitte. Und nach links zur Mitte. Schieb dich zwischendrin nochmal mit den Füßen raus aus dem Boden. Ganz einfache Übungen. Und bleibe. Jetzt denke dich wieder in den Bogen deiner Halswirbelsäule. Noch mehr Länge. Fass die Bauchdecke noch einmal nach. Und jetzt neige den Kopf mal nach rechts. Dabei ziehst du aber die Halswirbelsäule wieder in die Länge. Komm zur Mitte zurück. Zieh sie lang und neige den Kopf nach links. Nochmal nach beiden Seiten. Einmal nach rechts. Und einmal nach links. Halte an. Bringe deine Arme nach vorne, verschränke die Finger. Und jetzt zieh einmal die Hände auseinander, sodass du schon wieder Aktivität hier im Schultergürtel spürst. Bleibe hier. Bleibe. Zieh, 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 zieh. Spüre, dass das auch übergeht in einen kompletten Rumpf. Und jetzt verlagere einmal dein Gewicht auf deinen rechten Fuß. Hebe dein linkes Bein an, setze es wieder ab. Wechsle. Ausatmen, heben. Einatmen, absetzen. Denke dich noch einmal lang und denke dich jetzt in einen stabilen Körper. Du bewegst nur ein Bein und du versuchst das Gleichgewicht möglichst in der Mitte zu halten. Keine Ausweichbewegung. Senke die Schultern noch einmal tiefer, bring die Arme
Noch einmal ein bisschen tiefer. Ellbogen sind tiefer als die Schultern. Während du einfach in dieser Bewegung bleibst. Und länger bist. Und schmaler bist in der Taille. Und dann bleibe. Rechtes Bein ist angehoben. Setz die Zehenspitzen ab. Dein Knie zeigt nach vorne. Atme ein und mit der Ausatmung rotierst du über die Seite, über dieses vordere Knie, nur nach rechts. Ausatmen, einatmen, zurück. Zieh noch einmal die Hände, die Ellbogen auseinander. Achte darauf, dass dein Knie sich nicht bewegt. Und jetzt denk dir die Wirbelsäule in dieser Doppel-S-Kurve noch einmal lang. Denk dir, wie das Steißbein unten ankommt in dieser kleinen Krümmung. Denke dir den schönen Bogen in der Lendenwirbelsäule. Denke dir den kleineren Bogen in der Brustwirbelsäule. Denk dir die weiten Schlüsselbeine. Und denke dir die Halswirbelsäule mit ihrer Krümmung. Und über diese ganzen Krümmungen, über diese drehst du jetzt rüber. Wir erhöhen den Schwierigkeitsgrad, hebe dein Bein an und senke es wieder ab. Ausatmen hoch, einatmen tief, steh aufrecht, ausatmen hoch, einatmen tief. Und wenn du möchtest, noch vier, lass dabei dein Bein in der Luft. Drei. Zwei. Und der Blick wandert in einer Ebene. Nur zur Seite und zurück. Löse, lockere einmal die Schultern. Atme ein und mit der Ausatmung steigen die Arme nach oben. Einatmen tief. Fokus schon wieder auf die Wirbelsäule richten, die sich nicht bewegt. Die Schulterblätter bewegen sich. Da ist so eine Schmiere zwischen Schulterblättern und Rippenbögen. Da gleiten die Schulterblätter, aber keine Bewegung in der Wirbelsäule. Ausatmen hoch, einatmen tief. Einmal noch. Jetzt bleibe hier oben. Atme ein und mit der Ausatmung macht jetzt der Kameraarm eine Bewegung nach hinten, einen Kreis nach hinten und der andere macht einen Kreis nach vorne. Kommst in die andere Richtung zurück. Okay? Hat jetzt den Vorteil, dass wir uns anschauen. Reise in unterschiedliche Richtungen und merke einmal, dass es hilft, wenn jetzt der Oberkörper sich noch dreht. Mach das noch dreimal, zweimal und ein letztes Mal. Dann bringe die Arme schon wieder tief, roll die Schultern zurück. Noch einmal die Hände ineinander verschränken. Schultern fallen lassen, Ellbogen tiefer, gib dir wieder Länge. Atme ein, schiebe dich in den Boden, atme aus, hebe das Bein im Wechsel. Versuche wieder möglichst aufrecht zu bleiben, möglichst wenig Bewegung rechts, links. Bleibe lang, isolierte Bewegung in der Hüfte. Zeig dabei minimal nach außen. Und du denkst dich immer länger. Bleibe jetzt mit dem linken Bein oben, setze den linken, links die Zehenspitzen wieder auf. Atme ein und mit der Ausatmung komm in einen Twist nach links. Einatmen zurück, Knie bleibt am Platz. Standbein minimal gebeugt. Und du drehst dich immer länger und länger. Mit all den Dimensionen, die deine Wirbelsäule hat. Und du ziehst die Ellbogen noch einmal auseinander. Mehr Stabilisation, hebe das Bein, drehe. Senke das Bein mit der Einatmung wieder ab. Seite und zurück. Zweimal noch so. Und wenn du möchtest, gehst du mit dem nächsten Mal mit und lässt das Bein oben. Viermal noch. Dreimal noch.
Bleib genauso stabil. Zweimal noch. Lass die Schultern mitarbeiten. Zieh nochmal auseinander. Und ein letztes Mal. Setze ab. Ich drehe mich zur zweiten Seite. Atme ein mit der Ausatmung. Komm nochmal die Arme nach oben. Lass gleich die Schultern plumps nach unten sinken. Beginne wieder. Monitorarm macht einen Kreis nach hinten und der andere Arm macht einen Kreis über vorne nach hinten. Es hilft wieder, wenn der Oberkörper jetzt zu mir dreht. Finde die Bewegung. Das ist manchmal gar nicht so leicht, koordinativ. Denn der eine Arm macht das Gegenteil von dem anderen. Und ein Twist, eine Drehung nochmal im Oberkörper. Viermal noch. Dreimal noch. Zweimal noch. Und ein letztes Mal. Bring die Arme wieder tief, komm in der Mitte an, kreise die Schultern, setz sie tief. Und du atmest mit der Einatmung dich wieder in die Länge und mit der Ausatmung neigst du dich jetzt zur rechten Seite. Einatmen zur Mitte zurück. Ausatmen nach links. Schiebe immer den Gegenfuß, also jetzt den linken Fuß, fester in den Boden, wenn du dich neigst, sodass du spürst, dass du immer über eine Seite lang bist. Auch hier. Der Gedanke der Länge in dieser Seitneigung wichtig. Denn ansonsten erinnere dich an das Bild der Wirbelsäule. Ansonsten bringen wir ja wieder die Wirbel zusammen und wir wollen sie auseinanderziehen. Atmest du noch? Die schräge Bauchmuskulatur und die Rückenmuskulatur arbeiten jetzt schon, um dich zurückzuholen. Ausatmen. Einatmen, Seitneige, ausatmen, mehr Zentrierung zurückkommen. Spür einmal, wie viel Öffnung hier möglich ist und ich zeige dir was, wie man diese Öffnung vergrößern kann. Nimm nun den linken Arm mit. Einatmen, komm nach oben. Ausatmen, hol dich zurück. Wechsle. Einatmen, komm nach oben. Spüre, dass du jetzt mehr Platz hast, hier zu öffnen. Ausatmen, komm zurück. Und du kannst jetzt auch ganz bewusst hier in diese Flanke hinein einatmen. Ganz kurz setzt du jetzt deinen Fokus auf die Schulter. Die bleibt nämlich unten, wenn der Arm hochsteigt. Denk dir wieder diese Schmiere unterm Schulterblatt und lass das Schulterblatt jetzt tief sinken. Spüre gleichzeitig wieder, die Wirbelsäule streckt sich, wird lang und die Wirbelsäule ist beweglich in beide Richtungen. Mermaid im Stand, einatmen, ausatmen, zurück, schiebe den Fuß wieder in den Boden, ganz bewusst, spüre, du stehst auf beiden Füßen, gleich viel Gewicht auf beide Füße. Noch einmal zu jeder Seite und ein letztes Mal, lang werden und zurück. Dann komme an den Anfang deiner Matte, wenn du eine hast, oder du hast so wie ich einen Teppichboden. Die dritte Bewegungsmöglichkeit der Wirbelsäule ist diese Beugung nach vorne. Wachse erst einmal wieder in die Länge, ausatmen, zentriere dich, Bauchdecke nach innen in Richtung Bauchraum heben, aktiviere die quere Bauchmuskulatur und denke dir jetzt gleichzeitig diese tiefen kleinen Rückenmuskeln, die mit anspringen, die die Wirbelsäule jetzt festigen. Und dafür sorgen, dass sie nicht so sehr ausweicht, wenn du jetzt in eine Bewegung nach vorne kommst. Mit der Ausatmung rollst du erst einmal dein Kinn ein, gibst der Halswirbelsäule Länge und rollst Wirbel für Wirbel ab in der Halswirbelsäule. Die Bauchdecke kommt nach innen, die Arme hängen. Du rollst weiter die Brustwirbelsäule. Versuchst du jetzt nach unten hängen zu lassen, fällt so ein bisschen leichter. Hol dir nochmal die Bauchdecke und jetzt erst die Lendenwirbelsäule dazu. Roll dich weiter nach unten, Wirbel für Wirbel. So weit, wie das für dich gerade angenehm ist, wo dein Endpunkt ist, jetzt in diesem Moment. Es kann unterschiedlich sein. Und hier beginnst du nochmal zu federn mit dem Oberkörper diesmal. Bauchdecke, nochmal nach innen fassen, Schultern hängen lassen und nur leicht federn. Du darfst die Knie dabei gerne beugen. Ich beuge sie auch mal. Ein paar Mal hier federn.
Und weil es das erste Mal ist, setzt du jetzt wieder die Hände auf die Oberschenkel auf, schiebst dich mit den Händen gegen die Oberschenkel, holst dir mit der Ausatmung wieder die Bauchdecke und rollst dich genauso rund nach oben, wie du nach unten gekommen bist. Bei mir tut sich da nie so viel. Mein Rücken hat halt auch schon ein paar Jahre auf dem Rücken, gell? Und ist nicht mehr ganz so rund. Dafür habe ich aber auch nicht die große Kyphose, ist mein Vorteil. Also bei dir darf die Rundung größer werden. Einatmen in die Länge, ausatmen, roll down. Wirbel für Wirbel. Spüre dich in deine Wirbelsäule hinein. Lass dir Zeit. Die Hände sind noch nicht mal an den Knien. Rolle weiter. Die Hände kommen so tief, wie sie kommen. Und du darfst gerne deine Knie ein klein wenig beugen. Du darfst aber auch die Dehnung spüren. Halte wieder unten an. Und beuge jetzt einmal die Knie so weit, dass du die Fingerspitzen aufsetzen kannst. Und beginne jetzt mal im Wechsel ein Bein zu strecken und das andere zu beugen. Kombiniere das jetzt einmal mit deiner Atmung. Halte an. Beuge jetzt deine Knie so weit, dass du den Bauch schon auf die Oberschenkel ablegen kannst und die Wirbelsäule wieder lang wird. Setze die Hände auf und wandere mit deinen Händen wie auf Schienen nach vorne in ein Brett. Du weißt, was kommt vermutlich. Schultern weg von den Ohren. Der Rücken ist dran, deswegen dehnen wir jetzt nochmal den Rücken. Das heißt, du beugst die Knie, bis sie bis zum Boden kommen, schiebst dein Gewicht nach hinten, bleibst in dieser Länge aus dem Stütz, nicht mit den Händen nachwandern. Ich weiß, es passiert, ich kenne es genau. Bleibe mit den Händen, bleibe mit den Füßen, schiebe dein Gesäß weit nach hinten, oben verlagere mehr Gewicht nach hinten und dann komm nochmal ein bisschen in die Streckung deiner Beine. Lass sie ruhig gebeugt und jetzt federe nochmal mit dem Rücken. Du federst dann, indem du dein Brustbein zum Boden hin federst in Richtung deiner Beine. Gerne auch hier wieder die Knie gebeugt lassen und der Kopf wandert zwischen die Beine. Bleibe hier hinten und jetzt spiele noch einmal mit deinen Beinen. Komm ins Walking, eine Ferse heben, die andere senken. Wo ist der Fokus jetzt wieder? Im Rücken, länger werden im Rücken. Vier noch, drei noch, zwei noch und letztes Mal. Komme mit deinem Gewicht nach vorne. Setze heute gerne die Knie auf. Ellbogen nah am Körper beugen. Nach unten sinken, kurz davor, kurz vom Boden anhalten. Brustkorb noch mehr nach vorne schieben. Ablegen, in der Bauchlage ankommen. Für einen Moment die Arme entlasten, die Schultern entlasten, wiege dein Becken hin und her. Kleine Bewegung hier. Dann bringe die Arme mal in eine V-Position am Boden. Heute einmal die Handflächen ablegen. Lege für einen Moment die Stirn ab. Erst einmal für Länge in der Leiste sorgen, indem du die Beine nacheinander anhebst und aus der Hüfte herausziehst und wieder ablegst, so wirst du länger. Mach das nacheinander mit rechts und links. Dann noch einmal den Rücken wahrnehmen. Spüre noch einmal, wo ist mein Kreuzbein, wo ist mein Steißbein, wo ist meine Lendenwirbelsäule. Da bleibst du jetzt. Atme ein und lass die Bauchdecke zum Boden sinken. Und mit der Ausatmung hebst du sie nach oben, weg vom Boden, ohne dass sich an der Lordose etwas ändert. Noch einmal einatmen, ein bisschen nachgeben und ausatmen nochmal. Lordose aufbauen, Spannung, Festigkeit. Und diese Festigkeit hältst du jetzt, du hebst den Kopf an. Nur minimal, lass ihn über den Boden schweben. Der Blick geht unter dich. Die Halswirbelsäule denkst du dir wieder lang. Bitte keine Überstreckung. Erinnert dich an den Oscar mit dem gehobenen Kinn? Das möchtest du nicht. Dein Kinn ist leicht eingerollt und der Hinterkopf, der schiebt jetzt nach oben in Richtung Decke. Jetzt haben wir noch nichts für die Schultern getan. Das machen wir jetzt mit der Ausatmung. Ganz bewusst die Schulterblätter wieder gleiten lassen. An der Wirbelsäule entlang nach unten. Und einatmen, nachgeben, lösen.
Ausatmen gleiten lassen. Kleine Bewegung deiner Hände auf dem Boden. Die Handflächen liegen ja ausnahmsweise mal auf. Und du spürst, wie sich da jetzt die Hände bewegen können. Ausatmen, Schulterblätter fließen tief. Einatmen, lösen. Ein letztes Mal. Ausatmen, Schulterblätter fließen tief, bleiben. Und jetzt denk dich noch einmal lang. Jetzt stellst du dir vor, dass dein Scheitel noch länger wird, dass dein Scheitel noch mehr vom Körper wegschiebt und die ganze Wirbelsäule sich noch mal mehr streckt. Und aus dieser Streckung kannst du jetzt noch weiterkommen und die Arme einmal beugen und du kommst in eine Sphinx. Die Hände kommen herangerutscht, die Arme kommen näher, Hände sind aufgestellt und die Schultern sind wirklich weg von den Ohren und die Arme liegen parallel und schulterschmal. Atme hier ein, atme aus, hole jetzt nochmal die Bauchdecke, spüre in den unteren Rücken, da sollte jetzt kein Stress sein. Atme ein und mit der Ausatmung schiebst du die Arme wieder in die Länge. Komm wieder nach unten, atme ein. Ausatmen, gleiten die Schulterblätter wieder Richtung Gesäß. Bleibe hier. Atme ein und mit der Ausatmung hebst du dich jetzt noch ein wenig höher und bringst die Arme wieder näher ran. Diesmal nur so weit, dass du sie anheben könntest. Gar kein Gewicht auf den Händen. Bleibe hier. Der Blick, der geht jetzt ein bisschen mehr nach vorne, aber denke wieder dran, dass du nicht überstreckt bist. Atme ein und mit der Ausatmung nochmal nachgeben. Komm wieder in die Länge. Noch einmal einatmen, ausatmen, Schulterblätter. Oberkörper wächst nach oben und die Arme kommen wieder neben den Körper. Diesmal ein wenig breiter, kein Gewicht auf den Händen. Atme ein und mit der Ausatmung hebst du jetzt den Monitorunterarm ab und drehst dich einmal zu mir, ganz klein. Einatmen, zurück, nochmal. Dreh dich zu mir, einatmen, zurück. Verliere jetzt bitte nicht den Kontakt deines Schambeins mit dem Boden und hol immer die Bauchdecke rein, wenn du aufdrehst. Zweimal noch. Lass die Füße am Boden, schiebe sie in den Boden und ein letztes Mal komm zurück. Hände noch einmal unter die Stirn, Kopf ablegen, Becken bewegen. Nach rechts und nach links schaukeln. Dann wieder zentrieren, Bauchdecke anheben, nach innen heben, Kopf anheben, die Arme wieder in eine V-Position bringen und die Schultern gleiten wieder mit der Ausatmung in Richtung Gesäß und die Arme öffnen sich wieder in eine U-Halte hinein, mehr nach außen. Blick ist auf den Boden gerichtet, Füße schieben, Fußrücken schieben in den Boden hinein. Du atmest ein und mit der Ausatmung hebst du jetzt den vom Monitor entfernten Arm und drehst dich zur Seite ab. Und dann senkst du wieder mit der Einatmung. Ausatmen, aufdrehen. Einatmen, senken. Machst du das noch? Ich drehe mich mal um in die andere Richtung. Einatmen, zurück. Dreimal noch. Und zweimal noch. Spür nochmal, dass der Rest deines Körpers ruhig liegt. Und ein letztes Mal. Komm wieder tief, lege einmal wieder die Hände unter die Stirn und diesmal hebe mal die Unterschenkel vom Boden ab und pendel mal die Unterschenkel nach rechts und nach links. Bevor du wieder in der Länge ankommst, und wir kommen in den Dart, der Pfeil, klassische Übung aus dem Pilates, schon wieder in die Bauchdecke hineindenken, mit der nächsten Ausatmung zentrieren, den queren Bauchmuskel steuerst du an und hebst ihn nach innen in den Bauchraum hinein. Die unteren Rückenmuskeln springen an. Vom Beckenboden und Zwerchfell rede ich heute nicht, aber die sind selbstverständlich mit dabei. Dann hebst du deine Stirn von den Händen ab. Die Hände sind frei. Und du bringst die Arme einmal neben den Körper und legst die Hände hier mal ab. Handflächen zum Boden. Jetzt nochmal die Schultern zurückrollen. Du atmest ein und mit der Ausatmung hebst du den Oberkörper ein wenig mehr an und jetzt denkst du dich wie ein Pfeil schon wieder in die Länge. Dieser Pfeil, der wird nach vorne abgeschossen, gerade in diesem Moment. Einatmen, wieder absinken. Ausatmen, Oberkörper anheben und lang werden. Einatmen, zurück.
Die Arme kommen jetzt dazu mit der nächsten Ausatmung. Der Scheitel schiebt weg vom Körper, die Arme lösen sich und die Daumen drehen über außen nach oben. Die Arme kommen in eine Außenrotation. Einatmen, komm wieder tief. Entscheide selber, ob du die Hände wieder ablegst oder nicht. Ausatmen nochmal, mach dich lang, komm in den Dank und bring die Arme in eine Außenrotation. Gerne nochmal zu mir schauen. Und einatmen zurück, wenn du mehr möchtest. Ausatmen, die Beine in die Länge schieben und die Beine ins Schweben bringen. Einatmen zurück. Ausatmen, hebe die Beine an, aber lass sie lang werden. Mach davon nur so viel, wie es deinem unteren Rücken gut tut. Und wie gesagt, wichtig ist das Gefühl der Länge. Und ein letztes Mal. Bleibe jetzt. Bleibe. Die Arme sind auf jeden Fall außen rotiert. Lege die Beine noch einmal ab und beginne jetzt kleine Bewegungen aus den Armen heraus. Hoch, tief. Hoch, tief. Tack, 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 tack. Spüre so eine kleine Unruhe, die in den Beinen ankommt, die die Beine abpuffern, die den Rücken abpuffert. 4 noch, 3 noch, 2 noch. Und ein letztes Mal. Komme wieder tief. Setz die Hände direkt neben die Schultern auf. Roll die Schultern zurück. Klappe die Arme wieder ein. Ellbogen sind nah am Körper. Schiebe in die Hände hinein. Atme aus und schiebe dich nach oben. Schiebe dich einmal weit nach hinten in die Kinnposition. Rolle jetzt einmal den Kopf ein. Blick zu deinen Füßen hin. Und lege einmal den Scheitel ab. Ganz wenig Belastung auf dem Scheitel. Und dann drehst du mal deinen Kopf nach rechts, nach links. Da muss wirklich eingerollt sein, damit es gut geht und es darf auch kein Gewicht drauf sein. Dann atme wieder ein, atme aus, zentriere dich. Bringe eine Streckung in deinen oberen Rücken, indem du dein Brustbein nach vorne schiebst. Der Blick geht nach vorne und dann komm in den Vierfüßlerstand. Positioniere die Hände unter den Schultern, schiebe die Schultern weg von den Ohren. Positioniere die Knie unter der Hüfte, stell die Zehen auf, lass einatmen, die Bauchdecke noch einmal nach unten sinken, ausatmen, hebe sie wieder nach oben in den Bauchraum, zentriere dich, gib Schub in die Füße und lass die Knie schweben. Die hohen Knie, hohe Knie heißt hoch, aber es ist nicht hoch gemeint, die schweben knapp über dem Boden, Schultern noch mal weg von den Ohren. Und eine ganz kleine Bewegung kommt heute dazu. Du schiebst den Monitorfuß in den Boden hinein und löst einmal das andere Knie. Bringst es ein klein bisschen weiter nach vorne, nur so weit, wie du deine Lordose halten kannst. Kommst zurück, setzt wieder ab. Einatmen, ausatmen. Monitorbein löst sich, kommt vor und kommt zurück. Eine kleine Gehbewegung quasi im Knie, aber spüre in den unteren Rücken. Keine Bewegung im unteren Rücken, im Wechsel. Zweimal noch auf jeder Seite. Einatmen zurück und ein letztes Mal. Blick ist übrigens nach unten auf den Boden gerichtet, gell? Schädel ist in Verlängerung. Letztes Mal und setze die Knie ab. Schubst dich hoch. Hui. Klein wenig Kraft zwischendrin. Dann komme zurück hier. Dreh die Arme in eine leichte Außenrotation. Komm noch einmal in den Vierfüßlerstand. Nachdem du dich jetzt zentriert hast, schiebst du das vom Monitor entfernte Bein am Boden entlang in die Länge. Holst es mit der Einatmung wieder zurück und ausatmend schiebst du es in die Länge. Lass es gleiten. Einatmen zurück. Denke dir jetzt deinen Hüftspalt größer und denke dir das Bein länger. Spüre einmal in dein Becken hinein. Wenn das Bein sich bewegt, bewegt sich das Becken immer noch nicht, gell? Das Becken bleibt parallel ausgerichtet. Bleibe jetzt in der Länge deines Beines. Spüre noch einmal in dein parallel ausgerichtetes Becken. Atme ein und mit der Ausatmung löst du die Monitorhand vom Boden und drehst dich zu mir auf. Schau mich mal an. Der Arm kommt nach oben. Thread a needle. Wir fädeln die Nadel ein. Du atmest ein und mit der Ausatmung tauchst du durch, soweit du kannst. Und mit der Einatmung öffnest du wieder. Kannst dir hier länger im Brustkorb gehen.
Ausatmen, tauche durch. Lass dir den Handrücken am Boden entlang gleiten. Und wieder öffnen. Ein. Ausatmen, tauche durch. Vielleicht noch ein bisschen weiter. Schulter rausziehen. Der Kopf darf ablegen. Immer so ein bisschen auf der Seite ablegen. Und der Fuß schiebt in den Boden hinten. Gell? Da dreht sich nichts. Das Becken bleibt stabil. Die Wirbelsäule dreht sich. Und noch einmal. Und jetzt bleibst du hier. Bleib. Atme ein. Und bring einmal den Arm nach vorne. Atme aus. Bring ihn wieder nach oben. Atme ein, bring ihn nach vorne. Du drehst dich einmal zur Seite auf und du drehst dich wieder in diese Position zum Boden hingerichtet. Der Blick geht mit. Atme aus und mach dich groß. Atme ein, komm zurück. Achtung. Ausatmen, hier bleiben. Einatmen und jetzt mit der Ausatmung das Bein anheben und den Arm wieder nach vorne bringen. Einatmen, Bein und Arm tief setzen. Ausatmen, parallel zum Boden bringen. Einatmen, Kleinfingerkante zum Boden, Zehen zum Boden. Ausatmen, wieder an. Der Rücken bleibt in seiner Position. Du ziehst Hand und Fuß maximal weit auseinander. Vier noch, Blick wieder auf den Boden. Hin zu den Fingern der aufgestellten Hand. Zwei noch. Und ein letztes Mal. Senke erst die Hand wieder ab und dann hol dir das Bein wieder an. Öffne die Beine in eine größere Grätsche und schiebe dich nochmal nach hinten in die Kinnposition. Bring diesmal die Hände nach vorne, sodass der Rücken wieder lang bleibt. Lege die Stirn auf, lass das Brustbein nach unten zum Boden sinken. Atme. Lockere deine Handgelenke. Einfach mal die Hände lösen und kreisen. Komme zurück. Baue deinen Vierfüßler wieder korrekt auf. Knie wieder ein bisschen mehr zusammenbringen. Die zweite Seite. Schultern weg von den Ohren. Zentrierung aktivieren mit der Ausatmung. Und es ist das Monitorbein, was jetzt mit der Ausatmung in die Länge gleitet. Und mit der Einatmung holst du es wieder zum Platz zurück, wo es war. Ausatmen, lang werden. Einatmen, zurück. Ohne Bewegung in der Wirbelsäule. Könnte jetzt ein ganzes Tablett auf deiner Wirbelsäule stehen, es würde nicht runterfallen. Und ein letztes Mal bleibe in der Länge. Stelle jetzt den Fuß auf. Spüre, dass dein Becken parallel ausgerichtet ist. Atme ein, mehr Schub in die Hand, dann in die Monitorhand. Löse die andere Hand und öffne auf. Mit der Einatmung groß werden, damit du Platz zum Atmen hast. Und mit der Ausatmung tauchst du unter dem Arm durch und fädelst den Faden ins Nadelöhr. Einatmen, groß werden, ausatmen, zurück. Möglichst wenig Bewegung im Becken, in der Hüfte. Möglichst viel der Bewegung in die Wirbelsäule hineinbringen. Mal tief und hoch. Der Ellbogen darf beugen. Der Ellbogen der Stützhand darf beugen. Und der andere Arm schiebt noch ein bisschen weiter. Und einmal noch. Dann halte an, bleibe. Schiebe jetzt noch einmal den Fuß deines Standbeins ganz bewusst in die Matte hinein und bringe den Arm jetzt nach vorne, dreh dich ein. Blick geht jetzt wieder nach unten. Ausatmen, öffne seitlich auf. Einatmen, komm nach vorne. An dieser Stelle ist es jetzt nicht so wichtig, ob du genauso aus- und einatmest wie ich oder das umkehrst. Deswegen auch gerne immer mal, bringe ich auch mal einen Wechsel hinein. Öffnen und zurück. Und jetzt bleib. Und noch ein letztes Mal. Dann hältst du oben an. Jetzt hältst du hier, atmest jetzt ein. Jetzt brauchen wir die Ausatmung. Wenn der Arm wieder nach vorne kommt, steigt nämlich dein Monitorbein nach oben. Einatmen, komm wieder hoch. Ausatmen, Bein steigt hoch. Du drehst ein, mach das noch zweimal.
Und ein letztes Mal. Bleibe jetzt in diesem Stretching Dog, so heißt diese Position. Ein Arm und das gegengesetzte Bein sind nach oben, oben angehoben und schieben nochmal ganz bewusst lang, lang. Streck das Bein so lang wie du kannst, schieb die Ferse weg. Und jetzt mit der Einatmung absenken, Kleinfingerkante zum Boden, Fuß zum Boden, mit der Ausatmung nur in die parallele Position. Einatmen tief und die Bauchdecke tief. Muss jetzt so richtig was tun und der Rücken muss so richtig was tun. Keine Bewegung im Rücken. Denke an das Tablett. 4 Wiederholungen noch. 3 Wiederholungen noch. 2 Wiederholungen noch. Und ein letztes Mal. Und dann lässt du den Arm noch mehr in die Länge gleiten. Kommst über diesen Arm in die Seitlage, kommst in der Seite an, holst dir jetzt die untere Schulter noch einmal zurück zum Kopf, sodass du wirklich auf deinem Oberarm ablegen kannst, kreist die obere Schulter zurück, spreizt die Finger, schiebst die Fingerkuppen in den Boden, bring mal die Beine nach vorne, um sie dann bewusst nach hinten zu bringen in die Verlängerung deiner Wirbelsäule. Wenn du jetzt mal darunter schaust, bist du eine Linie und es ist wackelig. Ne? Je weiter vorne die Beine liegen, desto weniger wackelig. Bleibe hier in der Länge. Stütze dich auf, roll die Schultern zurück. Atme ein und mit der Ausatmung schiebst du das obere Bein in die Länge. Füße in ein kleines V bringen, Fersen aneinander legen. Ausatmen, Beine heben. Einatmen tief. Wenn es dir so zu wackelig ist, kannst du auch mit den unteren Armen nochmal die Fingerspitzen aufstützen, dann bist du vielleicht stabiler. Jetzt denk dir die Wirbelsäule schon wieder lang. Und jetzt arbeiten Bauchmuskeln und Rückenmuskeln gemeinsam daran, die Beine anzuheben. Lass die Beine schön lang. Fersen liegen aneinander. Kleines Taliendreieck hier unter deiner Taille geht nicht verloren. Das heißt, die Wirbelsäule, die liegt jetzt nicht quasi so rund auf dem Boden, sondern die ist immer noch in dieser Linie parallel zum Boden. Die trotz der Schwerkraft noch 4-mal. 3-mal, 2-mal und ein letztes Mal. Komm tief, schiebe dich nach oben, schwinge die Beine nach vorn. Jetzt ist es ganz wichtig, welche Position deine Beine einnehmen im Verhältnis dazu, was deine Wirbelsäule kann und wie gedehnt deine Beinrückseite ist. Ich sitze hier gerade im Langsitz. Ich finde meine Sitzbeinhöcker und bin aufrecht in der Wirbelsäule. Wenn ich mich mal zur Seite drehe, sieht es so aus. Es könnte jetzt sein, dass wenn du im Langsitz sitzt, genau das passiert. Siehst du diesen kleinen, aber feinen Unterschied? Den trainieren wir jetzt gerade einmal mit gebeugten Beinen. Und wenn das nicht geht, legst du dir hier ein Kissen unter und bist höher. Und dann kannst du auch aufrecht sitzen. Ganz wichtig für die folgende Übung. Lege die Hände auf die Knie. Richte dich nochmal auf und jetzt nur einmal sacken lassen und Kraft aufbauen, ausatmen, in die Länge kommen. Einatmen, rollst du dich hinter die Sitzbeinhöcker, so ein bisschen das Kreuzbein auf den Boden, ausatmen, komm wieder zurück. Es ist nur eine Vorübung, weil ich mit dir die aufrechte Haltung erarbeiten möchte, in der du jetzt bleibst. Du entscheidest bitte selber, welche Position deine Beine haben. Sei ehrlich zu dir. Es bringt dir nichts. Es sieht dich ja jetzt auch niemand, ob du gebeugt bist oder ob du gestreckt bist. Ja? Du bleibst aufrecht. Du öffnest die Arme zur Seite. Du lenkst die Schultern ab. Die Hände sind tiefer als die Schultern. Du atmest ein und mit der Ausatmung machst du einen Twist nach rechts. Einatmen, kommst du zur Mitte zurück. Wir haben einen großen Hebel heute mit den Armen im Twist. Und jetzt spüre noch einmal in die Wirbelsäule. Spüre die Sitzbeinhöcker, die bleiben am Boden und die Wirbelsäule bleibt aufrecht in jeder Drehung. Die Füße bewegen sich nicht.
Und mit jedem Twist wird die Wirbelsäule länger. Und ein letztes Mal. Komm zur Mitte zurück, schwing die Beine zur zweiten Seite. Lass den Arm nach unten gleiten, befreie die Schulter wieder, lege den Kopf ab. Bring die Beine einmal nach vorne, um sie dann in Verlängerung der Wirbelsäule abzulegen. Es hilft, wenn du vorne mit den Fingerspitzen stützt. Roll die Schulter noch einmal zurück. Atme ein, mit der Ausatmung baust du deine Zentrierung wieder auf und schiebst den oberen Beckenknochen noch ein wenig weiter weg vom Körper. Legst die Fersen aufeinander. Mit der Ausatmung hebst du die Beine, mit der Einatmung senkst du sie. Deine Entscheidung, ob du am Boden ablegst oder nicht. Lass die Gesäßmuskulatur locker. Lass den Atem fließen. Und schiebe die Beine weit weg von dir. Da weg, in die Länge. Als ob ich gegen meinen Schrank treten wollte. Dreimal noch. Zweimal noch. Und ein letztes Mal. Lege jetzt die Beine ab und roll dich einfach auf den Rücken. Lass die Beine einmal in die Länge gleiten. Jetzt möchte ich dich für einen Moment noch einmal bitten, Bestandsaufnahme. Spüre, wo liegt der Körper auf? Welche Kontaktpunkte hat die Wirbelsäule mit dem Boden? Spüre ich vielleicht das, was mehr rechts oder mehr links aufliegt? Es könnte sein, wir sind nicht immer gleich. Aber versuche es möglichst gleich werden zu lassen. Mal spüren. Du solltest dein Kreuzbein spüren und du solltest den Schulterbereich spüren und du solltest den Hinterkopf spüren. Auch hier heute Wirbelsäule, ganz wichtig, lege dir ein Kissen drunter, wenn du spürst, ich bin jetzt in dieser Überstreckung, du weißt, was mit deinen Dornfortsätzen in der Halswirbelsäule passiert, also lege dir ein Kissen unter. Spüre jetzt noch einmal in dein Kreuzbein hinein, atme ein und mit der Ausatmung baust du schon wieder deine Zentrierung auf. Und beginne jetzt einmal über den Beckenboden. Das haben wir heute noch nicht gemacht, bewusst. Den Beckenboden aktivieren. Sitzbeinhöcker zueinander, Schambein, Steißbein zueinander, Körperöffnungen schließen, Beckenboden in den Bauchraum heben, ohne dass sich die Gesäßmuskulatur muckst. Du spürst Festigkeit hier direkt oberhalb vom Schambein. Hol jetzt die quere Bauchmuskulatur mit der nächsten Ausatmung dazu und schnüre den Bauchreißverschluss. Atme. Ausatmen, nochmal ein bisschen mehr Festigkeit aufbauen und jetzt spüre nochmal den Kontakt deines Kreuzbeins mit dem Boden und ohne, dass sich hier jetzt etwas verändert, holst du das Monitorbein über den Boden ran. Der Fuß darf am Boden bleiben. Atme hier ein und mit der Ausatmung schiebst du das Bein jetzt ganz bewusst in die Länge, ohne dass sich etwas an deiner Lage verändert. Ein, holst zurück mit der Einatmung und ausatmen. Schieb es weg. Jetzt musst du ganz bewusst die andere Seite genauso intensiv in den Boden hineinbringen, wie diese Seite, die sich hier bewegt. Nicht zur Seite abkippen. Leg Slides. Ein letztes Mal. Ran. Und weg. Bleib in der Länge und wechsle die Seite. Hol das Bein ran und schieb es mit der Ausatmung. Schieb es in die Länge. Einatmend holst du ran. Auch hier könntest du die Atmung genau andersrum ausführen, was für dich besser passt. Es hat beides seinen Sinn. Mit der Ausatmung in die Länge betonst du dieses Langwerden. Und jetzt atme mal in der Länge ein und hol das Bein mal mit der Ausatmung ran. Das macht es leichter für die Bauchmuskulatur. Also es hat beides seinen Sinn. Wichtig ist jetzt die Länge deiner Atmung. Dein Rhythmus mit Aus und Ein sollte meiner Beinbewegung entsprechen. Aber wo du ein- und ausatmest, das ist im Moment nicht so relevant. Ein letztes Mal. Und diesmal hältst du an, wenn das Bein zu dir rangekommen ist. Du stellst den Fuß auf, du schiebst den Fuß bewusst in den Boden. Atme ein und mit der Ausatmung nochmal den Fuß ein bisschen fester in den Boden schieben, einatmen, lösen. Spüre, dass die Bauchmuskulatur anspringt. Ausatmen, schiebe in den Boden hinein, einatmen, lösen. Ausatmen, schiebst du noch einmal diesen Fuß in den Boden hinein und hältst ihn jetzt.
geschoben, spürst, dass du Aktivität in deiner Körpermitte hast und holst dir dann das Monitorbein ran und bringst das Bein in die Tischposition. 90-90, leichte Außenrotation. Und mit der Einatmung schiebst du jetzt das Bein in die Länge. Ausatmend holst du es zurück. Einatmen in die Länge schieben. Ausatmen zurück. Mach das noch einmal. Einatmen in die Länge. Ausatmen zurück. Und jetzt kehren wir nochmal die Atmung um. Ausatmen in die Länge. Schieb, 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 schieb. Das unterstützt jetzt die Bauchmuskulatur. Einatmen, hol zurück. Das Zurückholen wird schwieriger. Und während du jetzt diese Übung machst, lenkst du noch einmal die Aufmerksamkeit in deinen Rücken, in deine Wirbelsäule und spürst einmal, ob dein Becken immer noch parallel zum Boden ausgerichtet ist oder ob es sich so ein bisschen verschaukelt hat in Richtung dieses Beins, was in der Luft ist. Könnte sein. Schiebe ganz bewusst noch einmal die vom Monitor abgewandte Seite mehr in Richtung Boden. Schiebe den Fuß in Richtung Boden. Den anderen. Und mach noch eine letzte Wiederholung. Und dann setzt du den Fuß auf den Oberschenkel auf. Also den Fuß des Monitorbeins setzt du auf den Oberschenkel des vom Monitor entfernten Beins. Und dann holst du einmal beide Beine ran. Du löst das Bein vom Boden, den Fuß vom Boden und holst es ran. Und dann setzt es mal wieder ab. Hol ran und setz ab. Kleine Schaukelbewegung. Und da sollte jetzt eine Dehnung ankommen. Auf der Monitorseite irgendwo hinten. Bleibe jetzt hier in dieser Dehnung und jetzt strecke einmal das andere Bein und beuge es wieder. Ein Fuß legt ab und das entferntere Bein streckt und beugt. Dann setze den Fuß wieder ab, beide Füße absetzen, Beinchen einmal auslockern und jetzt schiebst du mit der Ausatmung den Monitorfuß in den Boden, baust deine Zentrierung wieder ab und bringst das vom Monitor entfernte Bein in die Tischposition. Leichte Außenrotation im Oberschenkel und es geht wieder los, dass du mit der Einatmung schiebst. Wegschieben, ausatmen, nur bis zur Tischposition ranholen, wieder ins Kreuzbein spüren. Wann komme ich hier zu nah, wann verändert sich etwas in meiner Lordose? Und jetzt könnte es sein, dass du wieder wahrnimmst, dass das Becken schon wieder weggekippt ist, diesmal zur anderen Seite. Halte dagegen an. Mehr Schub in die Monitorseite. Halte einmal an und kehre jetzt die Atmung um. Mit der Ausatmung schiebst du. Mit der Einatmung holst du zurück. Ausatmen. Schieben. Einatmen zurück. Zwei Wiederholungen noch. Das war mein Knie, was gerade gekracht hat. Und letztes Mal ausatmen, schieben, einatmen, zurück. Ich sag euch was, es ist hier noch früh am Morgen, da kracht es bei mir öfter. Du legst jetzt den Fuß des Beins, was gerade gearbeitet hat, über das andere Beinchen drüber. Lässt das Knie wieder nach außen fallen, atmest ein und mit der Ausatmung löst du das Monitorbein und ziehst es mal ran, bleib erstmal noch gebeugt und einatmen, wieder absetzen, ausatmen, ran, einatmen, tief, ausatmen, ran. Da kommt jetzt eine Dehnung an auf der abgewandten Seite. Und jetzt bleibst du auch schon oben mit dem Monitorbein und streckst es und beugst es. Strecken und beugen. Und ein letztes Mal. Eine Dehnung, die nicht ganz unwichtig ist für den Rücken. Stellst beide Füße wieder auf. Und jetzt öffnen wir die Arme auch schon zur Seite und du lässt die Knie zu mir fallen. Schau mich für einen Moment einmal an, ob deine Position meiner entspricht. Entspannte Schultern, Knie sind zur Seite gefallen. Und jetzt hebst du den Kopf einmal an und drehst ihn zur anderen Seite. Und vielleicht hebst du jetzt auch nochmal deine Schulterblätter an und richtest den Rücken noch mehr in eine
Rückenlage aus. Genau, wir sind in der Dreh-Dehn-Lagerung. Das heißt, die Knie zeigen immer noch zum Monitor, aber der Rücken liegt ab. Jetzt bringst du das von mir abgewandte Schulterblatt noch mehr in Richtung Boden. Vielleicht kommen die Knie wieder vom Boden nach oben, lösen sich so ein bisschen. Das macht nichts. Atme bewusst in diese Seite ein, die jetzt oben liegt. Stelle dir noch einmal vor, welche Krümmungen, welche Windungen jetzt deine Wirbelsäule gerade macht. Das ist eine super dreidimensionale Sache, was wir da alles hinbekommen. Dann bring den Kopf in die mittlere Position zurück, bring die Beine in die mittlere Position zurück und dann lass die Beine zur anderen Seite fallen. Drehe mich noch einmal gerade, dann sehe ich dich zumindest in Gedanken. Außerdem habe ich hier mehr Platz für die Arme. Also die Knie sind jetzt abgewandt von mir. Jetzt noch einmal den Kopf anheben, ein bisschen Kraft den Kopf zur Mitte bringen und über die Mitte zur anderen Seite. Und dann nochmal Schulterblatt heben und den Rücken mehr in die Rückenlage bringen, sodass beide Schulterblätter wieder am Boden liegen. Die Knie dürfen sich vom Boden lösen. Hände sind unter den Schultern und du atmest in die obere Hüfte ein. Bring die Beine wieder zur Mitte zurück, bring den Kopf wieder zur Mitte zurück und dann klappe alles zur Monitorseite, sodass du in deiner Seitlage ankommst. Keine Angst, du liegst jetzt andersrum als ich. Ich komme zu dir. Kommst in der Seite an, schiebst dich mit der oberen Hand nach oben, kommst in den Kniestand, Schultern zurückrollen. Länge in den Körper bringen, für einen Moment gerne die Augen schließen und spüre noch einmal in deine Wirbelsäule hinein, wie fühlt sie sich jetzt an? Was hat sich verändert? Vielleicht hat sich nichts verändert. Öffne die Augen, kann auch sein, und kreise noch einmal ganz sanft für dich ein paar Kreise. Wirbelsäule noch einmal in Bewegung bringen, die Richtung wechseln, andere Richtung. Und vielleicht spürst du auch hier jetzt einen Unterschied. Vielleicht fühlt sich einiges geschmeidiger an. Komm in der Mitte an, kreise nochmal die Schultern im Wechsel ein bisschen schneller. Bring auch hier wieder die Wirbelsäule in die Bewegung hinein. Und dann atme mit mir ein und mit der Ausatmung, Achtung, machst du einen Schritt nach vorne. Einatmen kommst du hoch, ausatmen Hände vor den Körper. Dankeschön. Tschüss.